Hallo und herzlich willkommen hier bei Aldrich von Kralstein zu einem Let's Play Unlisted. Wir spielen die Invasion in der Normandie-Kampagne auf Seiten der deutschen Wehrmacht. Und ja, wir gehen auch sofort ins Gefecht. Und da sind wir auf der Karte. Wir spielen ein Invasionsspiel. Wir müssen also hier die... Verteidigen. Wir sind in der Verteidigungsrolle. Okay, Panzer haben wir da vorne schon. Da, hinten. Und da hat uns der Panzer weggeschnackt. Sehr schön. Alles klar, dann gehen wir jetzt mal mit dem Scharfschützentrupp rein. Okay. Ich glaube, ein, zwei konnten wir ausschalten, da vorne. T44. Das war jetzt nicht so gut. Und da hat uns der Panzer schon wieder erwischt, aber wir haben noch einen Scharfschützen. Okay, da hinten war... Ah! Wo war... Alles klar. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen von der Flanke zu attackieren. Ah!
Oh, Diggi, das gibt's doch nicht. Gudi. Er hat uns weggehauen, gehen wir mal hier hin, damit wir gleich von der Flanke kommen können. Der hat uns gesehen. Da kommen sie schon. Da habe ich keine Chance. Da kommt er. Okay, gehen wir mit dem Pioniertrupp rein. So, da könnten wir versuchen, hier mal Stützpunkt zu bauen. Mal eine Granate schmeißen. Ja, sehr schön. Ein paar haben wir mitgenommen.
Attackgranate. Ah, sehr gut. Nehmen wir den Scharfschützen. Nehmen wir den Scharfschützen. Sehr gut. Ah, der ist durchgekommen. Sehr gut. Können wir das Gewehr noch mal aufnehmen? Hier noch mal ein bisschen Schaden machen. Ah, sehr gut. Ja, hat er mich erwischt. Aber die kriegen wir. 147 haben sie noch an Verstärkung. Die sollten wir packen. Die haben wir gut in der Zange hier. Das muss man sagen. Klar. Ah.
Oh. Sehr gut. 56, die haben nichts mehr. 43 Verstärkung noch. Die haben wir im Sack. Die haben wir im Sack. Ah, ich wollte gerade die Granate schmeißen. Hat keine Granate. Das gibt's nicht. Den habe ich auch anvisiert gerade. So, 45 Sekunden noch. Sekunden. Und da haben wir es im Sack. Sieg der deutschen Truppen. Ja, 26. Oh, wir haben nicht so gut abgeschnitten bei diesem Gefecht tatsächlich. Ja, aber wir haben einige Trupps, eigentlich alle, mit denen wir gespielt haben, sind ein neues Level aufgestiegen. Und wir haben auch Kills, Einstiegsnutzung, vier Maschinenpistolen-Kills. Ja, geht, geht. Wir sind persönliche Gefechtsergebnisse im Rang Soldat aufgestiegen. Ja, ist in Ordnung, kann man mitnehmen. Eine Belohnung können wir erhalten. Und wir können dann ja auf jeden Fall hier unseren Pioniertrupp skillen. Luftanhalten beim Zielen. Was haben wir hier? Ja, Luftanhalten beim Zielen. Ausdauergeneration. Und Gesundheitsregeneration außerhalb des Kampfes. Und dann haben wir noch den einen Sturmsoldaten. Laufgeschwindigkeit. Ja, Laufgeschwindigkeit. Ja, wunderbar. Dann haben wir natürlich noch Punkte, die wir verteilen können. 6 Stück. Machen wir einmal hier. So, Sturmsoldat. Da haben wir jetzt den Funker. Jetzt könnten wir den Panzerjäger hier zunehmen. Oder den Pionier? Tja, gute Frage. Pionier oder Panzerjäger? Panzerjäger bietet sich auch an, muss ich sagen. Auf dieser Karte kann man auch gut als Panzerbekämpfer losgehen. Ich denke, dann machen wir das hier einfach einmal. So, haben dann noch ihn. Wie viele Punkte haben wir noch? 2. Dann würde ich tatsächlich mal 2 Punkte hier reinsetzen wollen. So, wir haben einen Punkt für den Scharfschützen. Haben jetzt, nee, für den Infanterietrupp war das. Das ist jetzt der Scharfschütze. Das ist jetzt der Scharfschütze. 2 Punkte. Ja, ist jetzt die Frage, was machen wir? Ein Funker oder ein Pionier? Ich würde hier einen Pionier nehmen tatsächlich. Oder ein Funker. Ein Funker ist eigentlich immer gut. Aber ein Pionier kannst du eben schön dann Vorposten bauen, Stellung errichten. Aber ein Funker ist taktisch einfach besser. Du kannst einfach besser Unterstützung anfordern. Dann machen wir lieber das. Und den einen setzen wir hier noch hin. So, und dann haben wir noch den
ja, komplett neuen, den wir heute zum ersten Mal gespielt haben, den Pioniertrupp. So, zack, haben wir auch vergeben. Ja. Und ja, damit war es das heute hier schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich auf das nächste Mal mit euch und verbleibe bis dahin, euer Aldrich von Kralstein.